ich will es sehr kurz halten, weil ich habe gelernt, dass es die Aufgabe von Politik ist, das Leben der Menschen leichter und bequemer zu machen. Und dazu gehört, dass man da nicht so lange redet. Aber dies ist der 36. Basar, der 36. Basar der Lebenshilfe. Und es gibt, glaube ich, kaum Dinge, die so eine lange Tradition haben und so lange Bestand haben in dieser Stadt. Und Frau Zuhl hat es ja immer mit der Tombola gehabt. Auch da will ich darauf hinweisen, ich gehe davon aus, dass hier niemand rausgeht, ohne mindestens ein Los bei der Tombola gekauft. Davon gehe ich aus. Ein großer deutscher Komponist, der Horst Mahler, hat mal gesagt, Tradition heißt nicht Beweinen der Asche, sondern Weiterreichen des Feuers. Und wenn man sieht, mit wie viel Elan und mit wie viel Liebe und Energie hier jedes Jahr dieser Basar veranstaltet hat, dann kann man durchaus sagen, dass das sehr zutreffend ist. Hier wird das Feuer von Jahr zu Jahr weitergereicht. Und das ist eine schöne Sache. Hier werden von Dinge produziert, von Menschen, die nicht an der Sonnenseite des Lebens stehen, aber zeigen, dass sie durchaus sehr, sehr leistungsfähig sind. Und ich denke, das sollten wir alle wertschätzen, das sollten wir alle so hinnehmen und auch akzeptieren. Ich weiß, dass man hier für jeden etwas zu finden ist. Hier gibt es Kerzen aus der Kerzenwerkstatt, hier gibt es viele schöne kleine Dinge. Und meine Frau und ich halten es seit vielen Jahren so, dass wir für die engere Verwandtschaft und für den einen oder anderen, der uns nahesteht, hier auch eine Kleinigkeit kriegen. Ich denke, das wird für alle so sein. Insofern sage ich ganz, ganz herzlichen Dank nochmal der Föhnbuch-Kombo, ganz, ganz herzlichen Dank auch der Lebenshilfe. Weil dieser Basar ist schon ein Muss und auch ein Highlight in Herford. Und ja, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Vormittag hier, den wir gemeinsam verbringen. Nachher sicherlich bei einer Tasse Kaffee. Und ich sage nochmal, weil ich da bewusst darauf hingewiesen bin, die Combo ist spitze, aber die Tombola sollte auch jeder hingehen. Danke. Meine lieben Freundinnen, meine lieben Freunde, das... Man immer fragt, und ich spreche jetzt einmal aus unserer gemeinsamen tiefen Empfindung, wann ist Weihnachten? Wann ist die Adventszeit? Sie ist, wenn wir hier am Tag vor dem ersten Advent dabei sein dürfen, wenn dieser 36. Basar, wie Andreas Rödel es betont hat, eröffnet wird. Das ist deshalb so, weil man selten zu einer Veranstaltung gehen kann, bei der man ein so hohes Maß an Glück und Zufriedenheit empfindet. Glück und Zufriedenheit bei allen, die an der Gestaltung dieses Basars teilnehmen und die diesen Basar auch durchführen. Es ist in der Tat so, das hat Frau Winkler gesagt, ich komme mit einer anderen Befasstheit dieses Jahr hin. Letztes Jahr wussten wir, meine liebe Frau und ich, dass wir Zwillinge bekommen. Dieses Jahr sind sie auf der Welt. Letztes Jahr habe ich ein Schaukelpferdchen gekauft. Es gab dabei übrigens einen Disput mit einer Dame, die das auch haben wollte. Da sieht man, und Tim, ich gucke dich an, du hast auch eine Tochter bekommen vor 7 Monaten. Wir machen gleich mal einen gemeinsamen Rundgang. Es sind wunderschöne Sachen für jedes Lebensalter und für jede Lebensbefindlichkeit dabei. Und natürlich auch der Hinweis auf die Combo. Wir werden uns auch noch das eine oder andere Mal hören. Weihnachtliche Einstimmung und auch die Tombola. Und meine Damen und Herren, ein Wort zum Schluss. Alles das, was wir als Freunde, als Wegbegleiter, als Gästebesucher hier erleben, das ist einzigartig. Ich sage das ganz bewusst, das ist einzigartig. Und dann ist es auch eine Frage der inneren Einstellung, dass man natürlich die wunderbaren Angebote, die uns ja dargetan werden, auch durch Kaufen, das sage ich ganz bewusst, durch Kaufen in Anspruch nimmt. Ich denke, dass alle, die dazu beigetragen haben, das verdient haben. Und dann ist nicht nur Weihnachten auf unserer Seite, sondern ist auch Weihnachten auf eurer Seite. Und das soll auch so sein. Ganz herzliches Dankeschön für diesen wunderbaren adventlichen Einklang, den wir gemeinsam erleben dürfen.